Wegen der ganzen Schulz-Panik, wegen der tollen Umfragewerte der SPD, musste der Herr Seehofer sich jetzt sogar öffentlich mit der Kanzlerin versöhnen. Höchststrafe. Wirklich. Das war ja nicht freiwillig. Ne? Ja, zur Erinnerung. Monatelang hat Seehofer doch rumgepöbelt. Merkel, das ist die Herrschaft des Unrechts, die spinnt die Alte. Und jetzt sagt er, wählt die mal, die ist schon okay. Ne? Hat der sich unwohl gefühlt bei dieser Pressekonferenz am Montag? Und das Schöne ist, Seehofers Anspannung, die kann man ja tatsächlich geradezu wissenschaftlich messen. Und zwar mit dem Hotte-Äometer. Ja, kennen Sie das? Gucken, ob es funktioniert. Läuft. Darüber war ich sehr froh. Ich auch. Ich auch. Ja. Mehr Anspannung geht nicht. Ich war auch sehr froh. Und was mich sogar noch froher macht, ist, dass der Hotte jetzt seinen aufgepeitschten CSU-Leuten erklären muss, dass sie doch Wahlkampf für Merkel machen müssen. Ich wette, das kommt riesig an der Basis. Dort wollen sie für Merkel nicht mal mehr das Mindeste tun. Plakate kleben. Voll anzünden würde die Plakate. Anzünden. Ui, ich sag mal, da ist keine Liebe mehr, ne? Oder?